So call me maybe. So, ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trine. Jetzt müssen wir ganz kurz den Shit hier ausmachen. Ja, so viel war ich im letzten. Ich weiß nicht, warum ich auch unbedingt meinen Klingelton zeigen wollte. Einfach nur, damit ihr sehen könnt, wie super cool ich bin. So, Stoppuhr. Läuft. So, plus minus 300 Minuten. Auf geht's! Willkommen zurück zu Let's Play Trine, Ruin der Verstorbenen. Start hoch! Dies sind antike Ruinen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in den letzten Jahren hier war. Abgesehen von diesen gemeinen Skeletten. Wer würde so etwas verlassen? Es ist wunderschön. Doch, ein paar Stachelfelder zu mehr, als ich dachte. Das war eigentlich Sinn. Das kam ja jetzt natürlich ganz komisch. Du hast mir mal gefallen. Hält doch mal ganz kurz. Danke. Du sollst das halten. Hier. Oh mein Gott, wie stark der ist. Okay, so. Ich würde natürlich ganz gerne das Ding haben hier. Kannst du haben. Aber auf der anderen Seite war auch noch was für mich. Was ich wohl auch ganz gerne haben wollen würde. Au. Ach Mann, ich bin einfach. Na komm. Und jetzt hier. Wunderbar. Und jetzt. Oh Gott. Und wieder zurück. Aber nur weil wir es können. Sonst ist hier, denke ich, nichts. Au. Egal. Worth it. Was ist das denn hier? Ah, kacke. Ich habe ja. Mein Asshole-Schild habe ich ja noch. Gerade ausgerüstet. Wenn die Gegner auch kein Schild haben, brauche ich meinen Hammer nicht. Aber es geht so ein bisschen schneller. Waff! Und die Sache hat sich gegessen. Hoppala. So. Alright. Na komm, nimm die Richtung hier. So, da könnte auch ein bisschen schwieriger werden, da jetzt an die beiden Dinge ranzukommen. Aber nicht für mich, denn ich bin ja cool. Oh, ich dachte schon. Das wäre jetzt echt mein Tod. Aber. Scheiße, ich glaube. Ich glaube, die Dinger oben kann ich vergessen. Ja. Schaut sogar ganz danach aus. Naja. Scheiß eins drauf. Weil ich so ultra cool bin. Lass ihn die Dinge einfach mal. In Ruhe. So, Checkpoint. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ui. Ja klar. War so klar, dass ich hier natürlich nicht vorbeikomme. Jo, unter Wasser kann ich also nicht zaubern. Das finde ich auch kacke. Oh, da unten war noch eine. Nice, sogar zwei Stück. Gleich hier. Komm, das ist. Komm, weg. Danke. Oh. Nur weil ich. Hallo? Gerade die ganze Zeit hingezielt. So war das aber nicht gedacht. Ah, toll. Jetzt darf ich den hier nehmen und dann kaputt machen. Ach komm, was war? Verpiss dich, Stein. So. So, schön. Jetzt hat sich mein Trank, den ich hatte, hat sich geleert, weil ich mein Leben bis hier hatte ungefähr oder so. Jetzt hat
Ja, Hauptsache es lohnt sich, ne? Das ist natürlich immer so die Hauptsache. Oh man. Nerv hat's nicht. Oh. Oh, es ist eine Rätsel. Pack auf, ich habe für die Scheiße gar keine Zeit. Ah, Gott, verdammt. Alright. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ach, es geht schon so, denke ich. So. Oh, da unten ist. Nächster Checkpoint. Das ist. Genau. Checkpoints sind awesome. So, wo geht's denn hier drunter her? Ja, da haben wir hier. Aha, aha, oho, aha. Schön. So. Jetzt mag ich den Ritter auch mit seiner übermächtigen Waffe. Echt cool. So. Ich packe da noch eine Spinne. Kann ich ja so gut. Ja, es ist ja so klar, dass du nur kurz bleibst. Ja. Ach, wisst ihr was? Da wird jetzt erstmal schneller drauf geschissen. So. Boah! Yay! Ich freue mich jetzt schon. Na, kommt da her. Oh, das war's schon? Ah, ich wollte gerade sagen, da kommen ja noch ein paar. Das ist gut. Nice, nächster Checkpoint. So. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, was mir sehr, sehr gut bei dem Spiel gefällt, ist, dass es halt einfach nicht langweilig wird. Ich meine, im Grunde. Opala. Mag vielleicht für euch so irgendwie aussehen, dass es vielleicht immer ein oder dasselbe ist, von A nach B und so einen ganzen Kram, aber ich habe ehrlich gesagt wirklich meinen Spaß hier. Das ist für mich nicht so eintönig. Hier und da gibt es noch so schöne Rätselpassagen. Ich versuche jetzt mal was. Na, wenn der nicht geskillt war, Leute. Ja gut, ein paar Mal muss ich ausruhen. Schön. Ja, wieder sowas hier. Okay. Ja, da können wir ja ein bisschen Abhilfe schaffen. Nein. Du bleibst mal schön aktiviert. Na, wie du. Obwohl, ne, dich nicht wieder runter. So. La 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 la, es regnet Pfeile nur für euch. Schön. Ich mach mehr Dreiecke anstelle Vierecke. Das ist natürlich auch sehr nice.
Nein, erst durch den Checkpoint. Und jetzt kann ich euch die Birne kaputt haben. Wir können schon wieder nicht schwimmen, oder? Immer noch. Waff! Waff! Ach, geil. Zack, hoppala. Okay, geht nicht? Alright, dann muss ich schauen. Ups. Gut, ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal. Tu mal ein bisschen einen auf Schwimmen. Vielleicht entdecken wir irgendwas Interessantes. Was uns zumindest jetzt gerade weiterhelfen kann, ne? Weil ich bräuchte eigentlich eine Kiste. Weil diese Dinger, die kann ich da irgendwie nicht hinbewegen. Kann ich da abpacken? Nope. Kann ich die abschneiden? Oh, sieht nicht so aus. Und weit bewegen kann ich die auch nicht. Ja, die gehen ja unter. Das ist natürlich doof. Ja, nochmal die Bestätigung gehabt. Kommt. Reißt euch los. Flieht, flieht. Ich will da rüber, aber wie? Und wenn ich euch einfach stapeln? Naja, besser als nichts. Funktioniert auch so. Warum großartig rumrätseln? So, Checkpoint. Alright. Oh, noch so einer hier. Yeah. Oh, die sind relativ easy. Von denen kann ruhig noch ein paar mehr kommen. So, nein. Schmeiß einen erstmal dahin. Hier so ein, schmeiß ihn dahin, alles cool. Alright. Ich würde aber ganz gerne das Ding da haben wollen. Oh, schön. Oh, da ist noch eins. Ah, reicht leider nicht ganz aus. Ist dahinter vielleicht noch irgendwas? Ja, da ist eine Kiste. Ja, sonst ist ja nichts. Oh, okay. Guti, guti, guti. Nächster Checkpoint. Mein Gott, die kommen ja jetzt erstmal rasend schnell. Autsch. Das war rasend natürlich total verkackt. Burn, bitch. Burn. Nice. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Den kriege ich. Oh Gott. Nice. Whee! Fuck you. Ha! Ah, den will ich gar nicht. Guten Tag. Haut da rein. BOMM! Klatsch den weg. Da komme ich natürlich nicht so ran. Oh! Du hast solche Skills drauf, hä? Das ist ja unverschämt, muss ich sagen. Yep, wunderbar. Passt. Ach, ist das herrlich. So. Ja, kommt da ruhig her, kommt da ruhig her. Ist kein Problem, kein Problem. Au. Lalalala, 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 lalalala.
Und loslassen. Boah, das war vielleicht ein bisschen zu viel Schwung. Und da, Freunde! Komm, da kriegen wir nochmal hin. Ich fand das irgendwie cool war. Oder auch nicht. Ach, Lieblingssprungpassagen wieder hier. Meine Space-Taste, die reagiert einfach richtig kacke. So. Alrighty, weiter geht's sie. Almighty. Leer! Es ist nicht hier! Nein! Nur ein großer Zauberer im Schlaf. Kannst du das hören? Kann man was hören? Könnte der große Zauberer. Licht, heller als die Sonne, blendete unsere Welt. What the fuck? Von dem, was passiert war, blitzten vor ihren Augen auf. Jo. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ein Erdbeben das Podest erschüttert und dabei den Schrein zerstört, der das Artefakt für Körper und Materie umgeben hatte. Die Zauber, die das dritte Artefakt beschützt hatten, wurden zerstört. Das Artefakt wurde gestohlen. Und noch schlimmer. Es war mit dem Artefakt für Verstand und Macht verbunden. Ohne das Artefakt für Seele und Gerechtigkeit wurde die Kraft der Artefakte verzerrt und sie erweckte Kreaturen aus Knochen und Staub zum Leben, die sich bewegen konnten, aber ohne eine Seele und eine Bedeutung zu haben. Der Trine war der einzige Gegenstand, der das Gleichgewicht auf der Welt wiederherstellen konnte. Interesting. Gut, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einen Cut. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Part von Let's Play Trine wieder. Also, bis dahin. Euer Sparrix. Toodaloo.